Dann kommt das erste Lied aus meiner berufskundlichen Abteilung. Umfasst bisher 2 Lieder. Ich habe mir so ein paar Karrieren angesehen, die unter Umständen auch ganz dufte wären. Und die erste davon, die ich mir da vorgenommen habe, das ist der höhere Staatsdienst. Und das wäre was Feines. Ach, ich vergesse zu sagen, das ist ein sehr anstrengendes Werk. Danach möchte ich ein kurzes Päuschen einlegen, wenn Sie nichts dagegen haben. Das Ganze klingt so ein bisschen wie ein Square Dance. Das ist durchaus beabsichtigt, denn gewisse amerikanische Einflüsse sind bei diesem Lied nicht auszuschließen. Und außerdem hat es noch die... Der Anfang ist gesprochen, das ist vollkommen beabsichtigt. Nicht, dass Sie denken, hier ist ihm noch keine Musik eingefallen. Weil man mich zu Recht für einen Trottel hält, weil man mir die Mannequin-Karriere verstellt, weil das Mambo-Tanzen sich nun auch nicht mehr lohnt, weil auf dem Mambo-Königsthron bereits ein anderer thront, weil ich pleite, faul, gefräßig bin, entscheide ich prompt, dass für mich nur ein erholsamer Beruf in Frage kommt. Und so komme ich um die Erkenntnis nicht umhin, dass ich wohl zum Staatsmann geboren bin. Denn wie sagte doch mein Vorbild Fred Kasulski einmal, nach seinem 11. dicken Immobilienskandal, wer die Noten liebt, der mache Musik, nur wer die Banknoten liebt, der mache Politik. Ja, was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten kannst du die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Etwas Anständiges habe ich Gott sei Dank nicht gelernt, hielt mich stets vom rechten Pfad der Tugend entfernt. Und so steht, wenn ich mir meine Fähigkeiten überleg, einer Laufbahn als Politiker schon gar nichts mehr im Weg. Außerdem habe ich noch ein paar Trümpfe auf der Hand. Mir sind von dem Minister ein paar Dinge bekannt. Durch Kasulskis Immobilienfirma ist er mir vertraut, denn der hat dessen Mätresse einen Swimmingpool gebaut. Und zum Dank und dafür, dass die Frau Minister nichts erfährt, hat er ihm den Auftrag für eine Sozialsiedlung beschert. Dabei fiel für den Minister noch ein Bungalow mit an. Und Kasulski baut noch 80 Kilometer Autobahn. Ja, was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzen dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Der Minister, der sich während jeder Sitzung schlafen stellt, tut, als ob er wie die anderen nur sein Mittagsschläfchen hält, hat dabei die Ohren offen und verdingt sich als Spion bei der Rechten, bei der Linken, bei der Opposition. Dieses Wissen bringt mir mehr als ein Hochschulstudium ein und beschleunigt die Beamtenlaufbahn ungemein. Wenn der Mann an seinem Amt liegt und es liegt ihm sehr daran, dann versteht er, dass er auf mich nicht verzichten kann. Wenn ich dann die schwere Würde meines hohen Amtes trag, erlaube ich mir den ersten Beratervertrag, kassiere von jedem Rüstungsauftrag Provision und beginne eine Kampagne gegen Korruption. Ja, was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten platzt dir die Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei. Früher hatte ich vor Wahlen noch Gewissensqualen. Heute will ich die, die mir am meisten dafür zahlen. Und geht irgendwann die Fraktion Baden dabei, dann höre ich auf mein Gewissen und ich wechsle die Partei. Unter meinesgleichen habe ich mich bestens bewährt, darum wird mir nächstens das Verdienstkreuz beschert. Ich werde vom Papstempfang geadelt, geehrt, nach der alten Devise, wer gut schmiert, der gut fährt. Die Zukunft sehe ich rosig, die Kollegen schweigen still, weil von denen keiner vor den Untersuchungsausschuss will. Und platzt der ganze Schwindel eines Tages, da bin ich schon, dann gehe ich krankheitshalber frühzeitig auf Pension. Ja, was kann schöner sein auf Erden, als Politiker zu werden? Vom Überfluss der Diäten, platz in den Taschen aus den Nähten. Du kannst dir auf leisen Sohlen dein Schäfchen ins Trockene holen. Prost, es lebe die Partei, frisch und fromm und steuerfrei.